gab bestimmte Dinge im Interieur. Die Kunden wollen natürlich, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Lederausstattung. Wir haben vom Grundsatz fangen wir natürlich mit dem BMW-Leder an und dann gibt es von BMW natürlich auch die Abstufung Napa-Leder, Merino-Leder. Aber bei uns gibt es halt einen Kunden, der sagt, ich will noch eine Stufe höher einsteigen, ich will die Rolls-Royce-Lederqualität, ich will ein Bicolor, ich will meine Wünsche verwirklichen oder die Wünsche meiner Frau verwirklichen in meinem Auto. Ich will es ganz persönlich haben. Und dann ist es in der Tat auch heute noch so, dass wir das Auto kriegen. Es kommt in unsere Werkstatt und wir bauen die Sitze wieder aus und die Mittelkonsole und die Türverkleidungen. Und unsere Sattler investieren circa 40 Stunden und machen da eine handgemachte Innenausstattung im feinsten Leder nach Kundenwunsch in das Auto. Bauen das in das Auto ein und die Arbeitsstunden sind dann an so einem Auto wahrscheinlich das Doppelte wie die Zeit bei BMW am Band. Für den Rest des Wagens, ne? Wie der Rest des Wagens. Sie haben das eben in so einem Nebensatz gesagt, ja, die Bremssattel und die Auspuffanlagen sind dann weggekommen. Da haben wir schon alle richtig gehört. Also Sie haben die Autos komplett bekommen, haben Ihre Sitze eingebaut und die Sitze von BMW, die haben Sie weggeschmissen, ne? Ja, also wie gesagt, da muss man dann auch wieder differenzieren. Man konnte natürlich dann serienmäßige Auspuffanlagen noch im Aftermarket verkaufen, wenn die dann entsprechend günstig waren, weil die normalen BMW-Kunden brauchten ja Auspuffanlagen, weil das ein Verschleißteil ist. Geworden sind, ja. Und das konnte man sicher auch mal mit dem Getriebe, was man ausgebaut hat, von einem Vierzylinder auch und mit dem einen oder anderen Bauteil auch. Aber ein Serienlenkrad konntest du nur wegschmeißen, weil ein Serienlenkrad geht nicht kaputt. Ja, waren noch die Vor-Airbag-Zeiten und so viel Bremssattel konntest du auch nicht weiterverkaufen. Kaufen, weil die Dinger gehen eigentlich auch nicht kaputt. Also hat man vielleicht gesagt, 10% heben wir auf und 90% schmeißen wir weg. Das nur, weil BMW aus der Großserienfertigung nicht raus konnte, ne? Also, dass man. Ja, also BMW, das ist sicher auch richtig so, ein Neuteil, was das BMW-Werk mal verlassen hat, kann nicht mehr als Neuteil ein anderes Fahrzeug verbaut werden, weil. Ja, es könnte ja in den Bremssattel eine Schramme reinkommen oder Ja, es klar. könnte irgendwas, man kann das dann den Kunden nicht mehr als Neuteil verkaufen. Also irgendwas zurück anzuliefern, das würde nicht funktionieren und das ist auch richtig so. Aber ja, also in der Tat, dadurch, dass wir natürlich diese große Geschichte mit BMW zusammen haben, 2015 haben wir unser 50-Jähriges gefeiert, ein Jahr später hat BMW das 100-Jährige gefeiert. Durch diese lange Geschichte mit den Motorsporterfolgen, mit den guten Testberichten für BMW ist es ja auch, oder auch für einen normalen BMW-Kunden, wenn ein Alpina 300 fährt und der BMW 5er für 300 km/h oder mehr gut ist, dann habe ich doch als BMW Vierzylinder oder 520 Dieselfahrer ja, auch ein gutes Gewissen, weil ich sage, Mensch, die Karosserie muss doch gut sein, das ganze Auto muss solide sein, wenn man damit 300 fahren kann. Und wenn wir mit den Alpina-Produkten circa 12 Monate nach BMW in den Markt kommen, ist natürlich auch in der Presse wird wieder über den 5er oder über den 7er oder über den 3er erneut geschrieben. Und das bringt BMW natürlich auch Image. Und das ist sicher mit der Grund, ja, die lange Historie, die gute Presseberichte, die Motorsporterfolge, dass BMW gesagt hat, Alpina gehört zu uns dazu. Die sind zwar 100% selbstständig, aber die liefern uns einen Benefit, die liefern uns einen Mehrwert und wir versuchen, Alpina so gut wie möglich zu integrieren, aber letztlich, ja, zu integrieren. Aber letztlich ist es heute so, dass BMW natürlich nicht sagt, ja, ist alles gut und schön, sondern da sind natürlich auch Business Cases dahinter. Und letztlich ist es so, wenn BMW jetzt ja heutzutage über 2 Millionen Autos baut, dass BMW an einem BMW Alpina B5 mit dem Umfang, den sie für uns produzieren, mit dieser sogenannten Strippkarosse, und den ganzen Sonderausstattungen, die wir ja auch mitbestellen, die sehr umfangreich sind, unterm Strich dann schon mehr verdient, wie wenn sie jetzt irgendeinen kleinen Vierzylinder 5er bauen würden und den möglicherweise eine Automietvermietung verkaufen. Also es ist schon ein Business Case, das Ganze muss sich rechnen. Jedes Alpina-Projekt muss auch BMW-Gremien durchlaufen. Also das ist jetzt nicht mehr so, wie es vielleicht in den 90er Jahren war, sondern das ist heute auch ein Business, ja, wo das alles gerechnet wird und es muss unterm Strich passen und wir bezahlen heute jeden Stellplatz in einem Werk Dingolfing oder woanders. Wenn Alpina da eine Fläche beansprucht, dann hat ein Controller ausgerechnet, was die kostet. Und dann heißt es halt zum Schluss, ja, für die Integration des Alpina-Modells B5 im Werk Dingolfing
ist ein siebenstelliger Betrag zu bezahlen, der halt mal schwankt, der mal ist ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, damit BMW uns das Auto am Band baut. Sonst machen sie es nicht. Also es ist jetzt nicht nur, passt schon, sondern es muss ein Business Case sein und es ist ein Business Case für beide Seiten und der funktioniert bis heute perfekt und ja, ohne die gute Basis von BMW könnten wir natürlich auch nicht die tollen Autos bauen und das war sicher auch ein bisschen Zufall. Sie hatten eingangs gefragt, wie kam das mit BMW und es war sicher auch der Zufall, zum einen, dass der Fiat da kaputt gegangen ist. Da haben wir gesagt, der BMW-Motor schaut besser aus und dann, ja, das war einfach mein Vater und diese neue große Klasse, beide waren zur gleichen Zeitpunkt am richtigen Ort und dann war sicher auch ein Glück dabei, dass das bei BMW ja dann so richtig erst losging. Ich meine, BMW wurde erst richtig erfolgreich ab den 60er Jahren, wo dann, ja, dann kam der 1600er und der 2002 und es war perfekt für Motorsport. Da hat einfach alles gepasst. Mhm.